Vielen Dank. Gern geschehen. Oh, wunderbar. Ja. Es ist irgendwie schön zu sehen, dass der Amerikaner so schön klein ist. Finde ich gut. Ich lag wieder nur am Meer, oder? Ich sehe aber schon, dass der Amerikaner vorhat zu expandieren. China hat gerade eine fremde Delegation empfangen. Sie scheint aus Indien zu stammen. Mhm. Aha. Naja. Heimlicher Handel mit dem Feind, wa? Ich sag's doch, ne? Hier ist, Ich wollte die 10 Gold haben. Ja, ja. Der Norweger hat mich denunziert. Das ist schön, das interessiert mich nur nicht. Auf Wiedersehen, Herr Inder. Wir werden mit dir nicht handeln. Gibt's nicht. Roosevelt hat mich denunziert. Ja, meine Armbrustschützen machen ein Schiff kaputt, ist klar. Der kleine, ja klar, mit Feuerbolt. Was machen wir denn jetzt hier mit Baltimore? Wollen wir sie wegmachen oder was? Ich hab den schon denunziert und wir müssen ihm noch den Krieg erklären. Ihr müsst ihn denunzieren, dann müsst ihr noch abwarten und dann könnt ihr ihm den Krieg erklären. Ich hab mal eine ganz andere Frage. Bitte? Was machen wir mit Peking? Das ist mir hier im Wege. Das muss weg. Das muss weg. Nein. Ich brauche hier einen Durchgang. Aus, böser Ed. Peking oder Yangdong? Ist mir scheißegal. Eins von beiden muss weg. Überschreib mir die Stadt. Pfui. Ich will die Stadt. Es gibt keinen Cäsar, wenn du so weitermachst. Sagt er gar nichts mehr. Nee, weil ich gerade irritiert bin, weil Lukas schreibt Credits und da kommt keine Antwort gerade von meinem Bot. Ist dein Bot vielleicht Nein, aus? Er ist an. Definitiv. So, Credits, erstmal meine beiden Stadtstaaten mal sichern, bevor gewisse andere Gierige... Oh, Peter der Zweite schickt mir sogar eine Warnung. Credits. Ich weiß nicht, warum er dir das jetzt nicht rausschickt. Okay. Tut mich leid. Der ist sowieso erstaunlich ruhig. Ja. Das fällt mir gerade mal so auf. Der Bot, Adball. Den habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Im Chat. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Der ist aber an. Oder hat er sich ausgeschaltet? Ich weiß nicht. Der hat keinen Bock mehr. Der denkt sich auch, was soll ich mit der Scheiße hier? Warte mal, ich starte den mal eben mal ganz schnell neu. Ist ja kein Hexenwerk. Mal das mal closen. Wie war das früher immer mit Baby Blocksberg? Ene, mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Kennt keiner. Moment. Ja. Ich muss nebenbei den Bot starten. Ich sehe gerade, der Chinese hat seine Spezialeinheit gebaut. Ist das ein Mörser? Keine Ahnung. Yep. Habe ich das richtig gesehen? Auch nicht schlecht. Den kauernden Tiger? Der Chinese hat also als Sondereinheit ein Dings. Das ist ja sehr interessant. Wird zur Feldkanone später. Ah, okay. Er setzt also quasi die Bombarde, ja? So. Die habe ich auch noch. Ach so, die kannst du auch bauen, okay. Also ich warte darauf, dass er den Bot startet. Eigentlich sollte er ihn starten. Ah, jetzt kommt er, okay. Er kommt direkt. Ja, das ist aber gekommen. Also Bot sollte... Übrigens nicht nur ich sammle meine Truppen, sondern der Norweger übrigens auch. Der scheint so ein bisschen... Hat er Angst? Wer hat Angst? Astronomie. Der Norweger. Also eigentlich sollte er gehen. Er ist zumindest an. Der Bot ist definitiv an, Leute. Oder Twitch spinnt rum. Kann auch sein. Eins von beiden. Also die normalen Alerts... Wäre ja nicht das erste Mal, dass Twitch rumspinnt. Also die normalen Alerts für... Die normalen Alerts, die gehen. Die normalen Alerts für Ups, aha. Na, für die Bits-Dinger. Gedöns. Warten auf Adgaming. Ja, darf ich wenigstens mal eine Stadtmauer ziehen? Ja, der baut noch eine Stadt dahin. Alles klar. Was denn? Ja. Noch eine. Alter, seh zu, das Land gewinnst da oben. Der hat jetzt nix. Vier Städte. Nix. Naja, gut. Der hat sich das Abkommen euch ein da. Schön schenkelförmig und er geht genau dazwischen. Passt ja wieder zum Milfhunter.
Da hat er sich gedacht, da muss ich schon auf Krampf da rein. Mir geht das jetzt hier nur ums Prinzip. Mhm. Alles klar. Ja, davon mal abgesehen, dass mein Overlay auch so ein bisschen rumzickt, irgendwie, warum auch immer. Ja, das hat man schon beim Intro gemerkt, das lief einfach gar nicht. Ja, ne, das ist irgendwie so ein bisschen auf... Ist irgendwie heute so ein bisschen so... Ja, Mittwoch halt, ne? Mittwoch. Was willst du verlangen? Es ist Mittwoch. Oh! Was denn, oh? Ein neuer großer General. Einen, den ihr so vielleicht sogar kennt. Der ist nämlich noch gar nicht so alt. Napoleon Bonaparte. Ja. Den ich früher als Kind immer Donnerpate genannt habe, warum auch immer. Okay. Donnerpate? Donnerpate. Frag mich aber nicht, warum. Ich frag mich, warum das Overlay zickt. Naja. Wird sich bis Samstag schon wieder gefangen haben dann. Ja, irgendwann wird sich das mal wieder fangen, ne? Systemfehler, Absturz, weg. Ich baue mal eine Karawelle. Ja, baue eine Karawelle. Und erfreu dich. Oh, daran. Er hat jetzt schon mal hier Reiter in Baltimore. Ulm hat nicht mal eine mittelalterliche Mauer, also das müssen wir gleich mal ändern hier. Kornspeicher in Frankfurt bitte. Monument in Hamburg, genau, bitte mir ein Denkmal setzen, das ist ja wohl das Mindeste. Diese grenzenlose, widerliche Arroganz. Ganz ehrlich. Ach, einmal. Was ist denn das hier Hässliches? Schitschen Itza. Ja, von mir aus auch. Schitschen Itza ist ganz einfach. Schitschen Itza. Sag mal, Schitschen Itza. Ja, Titten Itza. Ne, nicht Titten Itza, sondern Schitschen Itza. Ja, Schitschen Itza. Vor allen Dingen auch noch so kackendreist hier. Schischen ich ja an meiner Grenze hier. Kackendreist. Ja, damit er ja auch ja mit deinem Orakel mithalten kann. Nicht Orakel, sondern Orakel. Ne, für die Leute, die gerne alles falsch verstehen. Schönen guten Abend, Lord Wolke. Herzlich willkommen. Was? So. Schnitzellister, ja. Schnitzellister, genau. Ja. Schnitzelsliste. Der neue Film. Wir haben so echt... Blödes Geld. Puteoli. Was? Puteoli. Geht's noch, Ed, oder? Ja. Alles gut. Sag mal, kann man auf diesen Karawellen eigentlich irgendwie eine Einheit transportieren? Nein, in Civ 6 ist es so, dass die Einheiten selber fahren können. Aha. Ja. Schön, okay, dann nehmen wir das jetzt. Was mega praktisch ist. Ja. Schnitzel ist er, ja. Das passt ja, so, verschanzen. Also bei Edmus dürfte Schitschen Itza nur Schnitzel Itza heißen, dann würde es passen. Wenn er es hätte. Oh, schön, meine Stadt hat sich schon mit dem anderen verbunden. Das heißt, wir ziehen jetzt hier mal schön drumherum. Schön. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Mir gefällt dieser Ton nicht. Oh doch, der ist gut. Oh, jetzt wird das schon hier... Sag mal, das ist doch keine Pornoseite hier. Das wird gut. Ach, nächste Runde, ich bin dran. Wie die Brüder. Schitschen Itza. Hier, Tommy, wir warten noch auf ihn. Was? Wir warten auf Tommy. Ja, ich bin gerade noch hier am Bauen. Wir warten auf Tom Riddle. So, dann müsste ja da unten eigentlich Australien sein. Obwohl da Genf ist und Taruga. Okay, ich weiß nicht, was Genf da unten macht in Australien, aber in Ordnung. So, und da hinten muss auch noch irgendwas sein. Die australische Schweiz, wer kennt sie nicht? Keine sexuellen Anwandlungen hier. Was ist denn das da widerlich? Das gibt's doch nicht. Guck dir dieses hässliche Erfurt da an. Mitten auf der Insel. Unglaublich. Das stört mich aber massiv jetzt. Und hier Magdeburg und Ulm und was da alles ist, das ist ja Wahnsinn. Ja, dich stört alles. Macht nix. Alter, ey. Schon klar. Dich stört alles. Ich komme hier gerade so okay. wie bei Star Wars. Irgendwie wie die Rebellion. Und hier das böse Imperium. Guck dir an, dieses böse rote Imperium hier.
Alter. Luke, ich bin dein Vater. Genau, Colonel Hogan. So, jetzt können wir den jetzt mal angreifen. Ja. Hier den Affen. Genau, Colonel Hogan. Hässliches Rot. Nächste Runde können wir angreifen. Überraschungskrieg erklären. Ja, gegen Rot. Nee, noch Rot. Nicht. Gegen Rot. Noch nicht. Macht mal gegen Rot. Finde ich gut. Okay. Rot wird mal eben kurz seine Politik mal ein bisschen ändern. Aha. Tommy baut die Zollstatue. So. Amerika hat gerade die bösen Taten Roms denunziert. Trifft den richtigen. Ich habe mit den Amis gar nichts zu tun. Ihr habt mich damit reingezogen. Jetzt sind wir jetzt auf Kriegsfuß? Sind wir jetzt auf Kriegsfuß oder Errungenschaft nicht? Freigeschaltet. Kriegsfall. Wieso? Was? Wieso? Ich hab doch gar nichts getan. Wir können jetzt angreifen. Die haben Amerika den Krieg erklärt. Ihr seid echt toll. Und er zieht mich mit dem Mister rein, ey. Ja, natürlich. Unglaublich. Aber volles Rohr. Unglaublich. Was? Du hast doch deine Truppen, ist doch alles gut. Außerdem bist du so weit weg vom Armee, da ist doch gar nichts von denen. So, wo können wir denn hier mal reingrätschen? Was ist denn also das? Entspann dich, Ed, es wird alles gut. Ich bin entspannt. Ja, merke ich. Eher angespannt. Entspannt, alles gut. Mach's wie die Schweizer. Wie machen's denn die Schweizer? Sich selbst. Lars! Mann, ey. Zu mir sagen, ich bin versaut und was weiß ich nicht was, aber hier. Ja, klar. Ei. Natürlich. Irgendjemand muss den Job da übernehmen. Wir machen nicht mit. Nicht ah, ja. Ja. Ja, neutral, genau. Ich werde gleich so neutral sein, dass ich die ganz Afrika vereine unter einem Banner. Dem Banner Deutschlands. Ja, ja. Mach du mal. Damit der Italiener noch neidischer wird. Hochmut kommt stets vor dem tiefen Fall. Mhm. Meinst du? Mhm. Er zieht schon seine Truppen ab hier. Oh, die Sau greift mich an. Die Sau? Das kommt davon, wenn du dich blindlings mit den Deutschen da auf Kriegsfuß begibst. Der zieht uns alle ins Verderben. Ich sag euch, lasst uns alle Kräfte vereinen und Deutschland da niederblatt machen. Der Deutsche hat denen noch nicht mal den Krieg erklärt. Ja, ihr müsst den aber irgendwie verärgert haben. Ihr müsst den Ami aber... Der ist sowas von friedlich noch. Ja. So, ich suche mir jetzt gleich erstmal... Ich wandere gleich erstmal aus. Definitiv. Okay, jetzt braucht er schon wieder eine Weile. Ja, ich muss auf dich warten, wie immer. Ja, bei mir hakt das gerade ein bisschen. Der kommt gerade nicht hinterher irgendwie. Ist ja auch kein Wunder. Woran das wohl hier liegen mag? Ich bewege momentan nicht eine Truppe, du Spinner. Ne? Vielleicht ein Handwerker, ja, das war's. Ich hab's gesehen, ich hab dich genau beobachtet. Ja. Du beobachtest mich die ganze Zeit, weil du es nicht anders kannst, ne? Das Spionageauge hier ist überall. Ja. So. Runde. Wie war das? Er bewegt nicht eine Truppe. Nö, dann anderen Handwerker, zwei Händler haben. Ja, Handwerker gesehen. Sind aber keine militärischen Einheiten. Ja, unten dann hier so eine Bombarde. Das habe ich auch gerade gesehen. Jetzt kommt der Norweger. Er beobachtet alles ganz genau. Hast du Angst, Ed? Muss keine Angst haben. Es wird alles gut. Ich habe keine Angst. Warten auf Lars, wie immer. Ey, das ist doch kacke. Ey. Zack. Alles wird gut, Ed. Fürchte dich nicht. Doch. Der große Deutsche und der große Chinese sowie der große Sküte sind ja bei dir. Muss keine Angst haben. Dieser hässliche Unterton dabei, weißt du? Welcher Unterton? Ja, da ist ein ganz mieser Unterton dabei. Nö. Alles gut. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mhm. Sicher. So ist das. Natürlich. So, einmal ein bisschen Geld verdienen. Jawohl. Sowas kriege ich jetzt. Einen großen Händler bekommen. Das finde ich sehr schön.
So, was ist seine Fähigkeit? Hier können wir was bauen. Das ist ja mal sexy. Das nehme ich doch gerne. Genau, Lord Wolk. Das stimmt. Ich bin in einer wirklich sehr prekären Lage. Da gebe ich dir recht. Und weißt du, woran das liegt? Weißt du, ich war hier ganz friedlich am Bauen, ne? Und hier, der Chinese hat mich einfach mal kackendreist hier zugebaut. Und von der anderen Seite kam das Güte. So, um mal ganz zu schweigen von diesen... Nennen wir es mal diesen... Von dem roten Deutschen hier. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Was hast du denn erfahren, Colonel Hogan, über das DLC für The Hunter? Bin ich mal... The Milf Hunter? Nein. Das wäre geil, wenn DLC nach einem benannt werden würde, oder? The Milf Hunter. Das wäre geil. The Milf Hunter, ja. Das musst du dir dann holen, okay? In der Starrolle at Gaming TV. Ja. Ja, hau raus, Colonel. Jetzt bin ich natürlich Bloodhound DLC. Okay? Bloodhound DLC. Das klingt so nach dem Motto, jagen sie jetzt, während sie die Periode hat. Das hast du jetzt gesagt. Und du gedacht. Ich war gerade irritiert mit Bloodhound. Das hört sich so nach Blutspur oder sowas, ne? Blutjagd oder sowas? Irgendwas mit Blut auf jeden Fall. Definitiv. Soweit bin ich auch, ja. So. Irgendjemand hat sich Preslav geschnappt. Wer? Ich nicht. So, noch 21,5 Stunden, ne? Aber der 12-Stunden-Stream wird für dich auch hart werden, oder, Tommy? Nö. Oh. Das geht doch. Jagdhund. Oh, Jagdhund? Kann es sein, dass man dann irgendwie Jagdhunde hat? Wäre ja cool, wenn man da Hunde hätte dann. Kommt, das ist ja geil. Ich glaube, ich werde gleich mal den Norweger den Krieg erklären, ne? Sag mal, wollt ihr nicht erstmal den Ami da wegmachen, bevor er den Norweger da auch noch den Krieg erklärt? Ja, seine Stadt da ist doch schon fast down. Aber cool, also mit Jagdhunden ist cool. Das hört sich gut an. Ja, ich sehe das schon. Die beiden sind da schon fleißig. Ist doch alles gut. Ich weiß gar nicht, was du hast. Der kleine Deutsche. Wir haben keine Einheit, die die Stadt einnehmen können. Welche Einheiten können das? Infanterie und Kavallerie. Kavallerie? Wo kriegen wir die her? Kavallerie. Die Undercover-Lalle. Ja, vergiss es. Musketiere zum Beispiel. Oder deine Schwertkämpfer. Ihr habt auch einen Schwertkämpfer dabei. Tommy hat den, der könnte zum Beispiel erobern. Oder also der Schwertkämpfer. Ja, Schwertkämpfer geht gerade, der ist jetzt dort. Der geht jetzt dann da rein. Ja. Also, genau. Also in der nächsten Runde. Also 4 Euro. Denkt dran, die Städte mit dem Stern, die sind ganz wichtig. Das sind nämlich Missionsziele. Da wir ja Eroberung spielen, die müssen auf jeden Fall erobert werden. Also 4 Euro für das DLC, das geht aber. Das ist vertretbar. Ed, willst du nicht langsam mal das Barbarendorf da wegräumen, sag mal? Tja, ich komme ja nicht. Ich muss warten auf Lars, ich muss warten auf Tommy, ich muss warten auf den Chinesen hier. Ich muss auf alle warten. Und wenn er dann Singleplayer-Let's Play macht, dann muss er auf die KI warten. Nee, Singleplayer mache ich das nicht. Ich glaube, Teil 5 habe ich mal was gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist ein guter Teil. Macht Spaß, den zu spielen. Vor allem, wenn man die ganze Welt überrennt. Aber du, das für den... Entschuldigung. Was denn jetzt hier? Bitte? Was ist das denn hier? Was denn? Hau ab. Was geht da drauf? Ey, der greift die Roten an. Ey. Chicago hat jetzt auch die Roten angegriffen hier. Vielen Dank, Nordwolke. Dankeschön für dein Follow. Merci. Wirtschaftswesen, sehr gut. Aber Colonel Hogan, dass man so den Hund dann so ausbilden und erziehen muss, das hört sich cool an.
Was ist denn hier los hier oben? Tommy, was wird denn das da oben? Jungs, wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich jetzt gleich den Dings angreifen. Den Norweger. Weißt du, selbst wenn ich was dagegen hätte, würde es mich nicht interessieren. Richtig. War doch klar. In deinem Fall hast du auch recht. Ja, ist logisch. Wo kommen denn jetzt hier meine ganzen Einheiten her? Was habe ich jetzt gemacht? Siehst du, das frage ich mich nämlich auch. Eben war da noch nicht so viel. Nee. Ist auch in Hamburg. Habe ich denn eure Zustimmung, Jungs? Nein. Wo kommen denn jetzt die ganzen Einheiten her? Was habe ich getan? Ist der Tempel von Zeus fertig? Ja. Die Zeusstatue? Ja. Daher kommen die Einheiten. Geil. Die stellt ihr nämlich diese Einheiten zur Verfügung. Ja, dann. Und los. Die ist besser als die Terrakotta-Armee. Dann komme ich mal darüber, wa? So, ich erkläre jetzt mit Skandinavier den Krieg. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Das ist besser als die Terrakotta-Armee. Ich finde das so geil, wie der Mann sich aufregt. Oh, das ist einfach nur schön. Enten haben wir auch noch nicht gejagt, ne, Könnelogen? Also sollten wir auch noch mal auf Entenjagd gehen. Sag mal, Tommy, wo willst du mit den ganzen Leutchen hin? Ich frag für einen Freund. Zu den Amis, Mann. Wohin denn sonst? Aha. Der hat Angst, dass du ihn angreifst. Merkst du das nicht? Der hat Angst vor dir. Nee, ich habe keine Angst, ich frage mich das nur. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, da wartest du, genau. Boah, wenn das dann einfacher ist mit dem Hund, warum nicht, ne? Ja, sehr schön, das war doch schon mal ein gelungener Einstieg in den Krieg. Läuft. So, kann ich das jetzt einnehmen hier? Und Feuer! Ich hab's eingenommen. Wenn ich wüsste, ob Australien noch freies Land hat oder ob da schon irgendwas hockt. Das kann ich dir nicht sagen. Ne, ich leider auch nicht. Ich kann jetzt auf gut Düngen dahin fahren. Ja, mach doch. Ja, super. Da fahre ich da mit einer einen hin. Ja, total besetzt. Ja, dann ist es eben so. Ja, super. Muss es freikämpfen. Mit einer Siedlereinheit. Gute Idee. Geil, ich habe gerade eine Siedlereinheit geschenkt gekriegt von Norwegen. Australien müsste frei sein. Ich hab gerade eine Siedlereinheit geschenkt bekommen. Unser eins musste bauen. Ganz cool bleiben. Ganz ich, cool. Ich bleiben. Bin komplett tiefenentspannt. Innerlich platzt er schon. Bis in den Erdboden komplett entspannt. Mal so gefragt, jetzt mal Butter bei die Fische. Also ganz ernsthaft. Hat der Brand denn jetzt nachgelassen? Ja, momentan ja. Ja? Ja. Wunderbar. Das ist doch schön. Und, das ist doch meine gute und es sind noch keine Anzeichen, dass ich irgendwie Richtung Porzellan muss. Gut. Sagt er, 2 Minuten später muss er unbedingt hin. Also anscheinend war das dann doch eine gute Basis. Ja, ist doch gut. So prima. Ich sag ja, mein Körper will wieder. Dein Körper ist wieder willig. Ja, der 24-Stunden-Stream hat ungeahnte Kräfte freigesetzt. Ja, ich glaube auch. Der will's noch mal wissen. 2. Frühling jetzt. Oh, so alt bist du doch noch gar nicht. Naja, Schleim. Ü40 dieses Jahr. Das ist schon... Ja und? Kurz vor der... Also Richtung Endgame. 14 und 7 war... Naja. Okay, am Samstag 36-Stunden-Stream. Ja, genau, Könnelogen. Ja. Wir können über einen erneuten 24-Stunden-Stream drüber nachdenken am 9.7. Da können wir drüber reden. Das ist durchaus machbar. Mhm. Am 9.7. Mhm, du redest über Zeiten, Alter, die sind noch nicht mal da. Ja, aber ich kann doch die Leute schon mal vorwarnen, oder nicht? Damit sie schon mal wissen, wann sie definitiv nicht da sein sollten. Ha. Was brauchen wir hier? Annehmlichkeiten. Ach, die wollen doch immer Annehmlichkeiten hier kommen. Ja, wollen sie auch immer. Das nervt auch. Was mich viel, wollen immer Luxus. Was mich viel mehr nervt, ist, dass die Bautrupps nicht automatisch hantieren.
Dass du für jeden Mister positionieren musst. Ne, mich stört das nicht. Ah doch, mich nervt's. Ich find das in Ordnung. Ne, mich nervt's. Und dieser komische Deutsche nervt mich auch hier. Ja, ja. Ne, der komische Italiener da, der ständig am Rummeckern ist, der nervt mich auch. Er ist nicht am Meckern, er ist am Berichten. Er tauscht sich aus. Ah, Washington gefunden. Washington. Der haut nur sämtliche Fake News hier raus. Bei mir gibt es nur 100% Wahrheiten. Mhm. Was er Wahrheit nennt, nennen andere Lügen. So, wir bombardieren die Hauptstadt weiter. Ja, mach dir mal Spaß mit Amerika, ist in Ordnung. Ich zieh mal mein Dings erst nochmal eins zurück. Ich hab Spaß mit Norwegen. Oh, Colonel Hogan, oh, hallo. Eieieiei. Er schreibt nämlich gerade dafür, wer ist dafür, dass Ed am Samstag einen 36-Stunden-Stream startet? Der schreibt ja. Alter. Die 24, die haben mich echt an Grenzen geführt, muss ich ehrlich sagen. Ja, war klar, Lukas war klar. Natürlich. Lord Wolke, ja, okay, alles klar. Wie viele dicke Streams wie Lukas denn noch? Unendlich viele, bis nichts mehr geht. Ja. Bis der Ad zusammenklappt. Ja. Ja, Lukas und ich, wir planen ja zumindest mal einen 12-Stunden Anno-Stream, oder? Das war ja zumindest auch mal so im Gespräch. Ja, plant ihr mal eure Intrigen da. Ich bin für den 24-Stunden-Stream Anno. Ja, Alter. Alter, 24 Stunden lang Anno, ja, da gehst du doch auch in die Asche. Hat er jetzt meine Ritter hier zerstört, das Schwein? Also 24 Stunden Anno, das wäre schon... Das könnte extrem hart werden. Das ist für dich doch kein Problem, Ed. Das reitest du doch auf einer Arschbacke ab. Ja, genau so wie fertig ich am Sonntag war, ist klar. Ich bin zuletzt auf der letzten Zahnrille gekrochen. Genau, und danach nochmal 12 Stunden jagen, absolut. Ei, Ed. Es war wirklich schon, also, zum Schluss war es dann schon echt hart. Muss ich ehrlich sagen. Oh, Kolosseum, willkommen. Nehme ich. Mensch, das läuft ja hier. Ich höre da immer nur Minimi. Ja, ist klar. Wisst ihr, ihr habt alle zwischendurch schön gepennt noch ein bisschen. Und ich und Colonel Hogan haben hier durchgezogen. Das war schon echt böse. Aber ich hätte ja irgendwie Bock ein bisschen auf Snipern wieder, ne? Jetzt, wo ich gesnipert habe am Samstag beim Stream, das war schon ganz lustig. Eieiei. Reparieren. Warten auf. Tada! Den kriegst du. Lars, ja. Natürlich. Ja. Ich auch. Ey, der Barbar hier, der geht mir auch hart auf den Puffer, ne? Ich frag mich sowieso, warum du den nicht schon längst platt gemacht hast. Weil ich gerade nichts habe, um da rüber zu kommen. Ich arbeite dran. Aber ich habe auch das Problem, dass auch ich mal Probleme habe mit Annehmlichkeiten. Aha! Aha! Ja. Aha. Ja. Aber vorhin noch über mich herziehen, weißt du? Anderer Spielstand. Edgy Badge. Ja, egal. Das ist hier trotzdem. Ja, ja. Ja, der feine Herr hier, ne? Schön fein rausreden. Nix da. Ist ja sehr interessant. Ja, 24 Stunden Anno, dann 24 Stunden Snipern. Jawohl. Eieiei. Und dann noch 24 Stunden mit uns. Das hält er nicht durch. Also, dann kannst du mich wirklich raustragen. Ich weiß gar nicht, Tommy, wie du das damals geschafft hast mit 36 Stunden oder was du gehabt hast. Das, also 36, ja. Da hat er bestimmt ordentlich auf Putschmittel mitgenommen. 34 waren es, glaube ich. 36? Wahrscheinlich durfte er sich danach erstmal was von seiner Frau anhören.
Nein. Du planst wieder einen neuen Kurs, oder? Die Gezeiten bleiben für uns niemals gleich. Wir müssen mutig und bestimmt weiter, um unsere Reise zu vollenden. Und wie erkennen wir, dass wir da sind?